Okay, grüßt euch Leute. Heute mal aus dem Garten und das, was wir bis jetzt gemacht haben. Wenn ihr da schaut, Moment. Schaut aus wie bei Hempels unterm Sofa. Genau. Es ist nun mal so. Wenn man so arbeitet. Jetzt gehen wir weiter. Felix, Moment, der Felix läuft mir an die Beine. Jetzt gehen wir mal weiter und dann mal ein Geheimnis lüften. So, wenn ihr euch noch erinnern könnt, vor einem Monat hatten wir ein Video drin, was machen denn die Alten in Ungarn? Da haben wir angefangen, diese Halle herzurichten. Mhm. Ne? So, wir wussten damals noch nicht, was wir machen, aber es ist Folgendes. Unsere Kinder haben einen großen Hund und zwei Katzen. Mit zwei Katzen im Haus geht immer noch. Die eine ist eine ältere Katze. Da, das ist so gemütliche. Da verstehen sich unsere. Wir haben ja auch drei. So, der Hund hat ein Problem. Der schläft nicht draußen, sondern der will im Haus schlafen. Also haben wir uns überlegt, dann machen wir das so. Wir werden die Halle hier herrichten. Da können unsere Kinder mit dem Hund hier drinnen schlafen. So. Die Katzen, die setz gesagt, dich mal hin. Ja, gut, setz ich mich mal hin. Damit ich alles, alles zeigen kann, ja, so. Wie weit das wir sind. Ja, so. Es schaut jetzt so aus, das Bett, was ich noch hergerichtet habe, sind 1,40 Meter mal 2 Meter. Ne? Und dann haben wir da, habe ich schon mal, die kriegen wir Fernseher hier rein, wie ich gesagt habe. Und dann haben wir Internet, haben wir hier drinnen. Also es ist vor allen Dingen für die Jüngeren, wie es ja unsere Kinder sind, ist es natürlich optimal. So, was wollte ich noch sagen? Ich ja. will jetzt was dazu sagen. Ja. Darf ich mal? Ja. Also, ich muss euch ja mal eins sagen. Ich habe nicht gewusst, dass mein Mann noch so kreativ ist. Ihr müsst euch das einmal anschauen. Das alles, was holzmäßig ist, alles selber gemacht. Hier, die Balken, schaut euch da vorne an, alles selber gemacht. Das mag jetzt nicht profimäßig sein, jetzt mache ich nämlich mal auf, da unten, zack. Mach mal auf, das sind nämlich Stauräume dann. Genau. Da vorne, das muss noch zugemacht werden, wo er sitzt, da fehlt genau, noch was. Genau, da kommen noch so Fächer hin, ja. Wo man dann, ne? Wenn sie wollen, können sie ihre Koffer hier reintun oder was, oder beziehungsweise so. Innen, das ist egal. Dann hat er da so einen schönen Schrank hingemacht, also das muss ich schon mal sagen. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, damit ihr auch mal wirklich, wirklich seht, da oben super gemacht. Ja, ne? Wie zum wirklich Beispiel. Super gemacht. Ja. Alles mit Balken, alles wegen auf alt, hat er alles schön abgebrannt, lackiert. Geschliffen. Ja, die Balken sind nicht abgebrannt. Ja, sind nicht lackiert. Ist ja egal. Ne? So, das wollte ich jetzt dann dazu sagen. Da habe ich da oben, das Ganze ist jetzt, da oben ist das alles. Ach ja. Alles abgesichert. Und da oben hat er noch extra einen Kasten hingemacht. Da ist also jetzt, das Licht ist extra abgesichert. Der Hauptstrom ist abgesichert. Und was er schön gemacht hat. Da sind zum Beispiel da dann für unsere Kinder, wenn die ihr Handy haben, was schon, wenn es nachts dort liegen, haben ihr Handy, ne, dann können sie ihre Handys da anschließen. Ne, wie also wenn es ganz fertig ist, zeigen wir es euch. Ist, aber ich muss eins sagen, schaut euch hin, auch der Boden ist fertig, Kanten schön gemacht. Ja, ne? Es ist eigentlich wirklich alles schön. Ah, unser Felix schaut sich schon das an. Ja, Felix. Hallo Felix, bist auch wieder da. Ne? Komm mal her, Mausili. Zeig dich mal. Dann sag mal guten Tag, so wie immer. Ja, mein Süßer. Wie gesagt, hier werden wir dann, hier werden wir jetzt nochmal schauen. Das muss ich mal auswählen, inwieweit. Da werden wir hier so auch so ein kleines Tischle machen. Mhm. Ne? Zum Hinsetzen, zum Hinsetzen zwei Stühlen. Ne, da drüben kommen noch Haken genau, hin, damit man was hinhängen kann. Mhm. Mhm. Also das ist schon... Sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Aber gut, was soll's. Wir haben es keine Eile. Genau. Wir kennen ich kann noch einen Monat, kann ich noch brauchen, bis das fertig ist. Du musst immer aufpassen, der Felix läuft ja, mir immer zwischen die Füße. So, in diesem Sinne haben wir euch jetzt mal den ersten Fortschritt gezeigt. Genau. So, und jetzt mache ich mal.
Als nächstes zeigen wir mal euch unseren... Hallo, erst einmal, bevor du weitersprichst. Okay. Ich habe bis jetzt drehen müssen. Hallo alle, an alle Zuschauer, an alle unsere lieben Leute. Ich stehe schon unterm Walnussbaum. Apropos an alle unsere Zuschauer, ne? Wir müssen wieder Dankeschön sagen für über 4000 Abonnenten. Ne? Klasse. Schön, Dankeschön. Ne? Dankeschön. So, jetzt zeigen wir euch ja mal unseren Walnussbaum, wie die Evi gesagt hat. Schaut da mal her. Der hängt am Boden. Schaut euch das einmal an. Wunderschön. Allein schon überall, mit deiner... Überall. Na? So, allein schon mit deiner, das reichert uns schon. Geh mal mit. Und vor allen Dingen, wisst ihr was, ihr müsst mal den Geruch, den könnt ihr ja nicht einmal, geht's nun mal nicht, ne? Der Geruch allein Felix davon. Geht überall mit. So, Felix dann kommt wieder mit. Dann habe ich dieses Jahr auf eine Zuschrift, auf einen Tipp, da gesagt, deckt außenrum alles ab, damit diese Walnussfliege oder diese Larven nicht an den Baum hoch können. Ich probiere es mal aus und ich werde euch das Ergebnis mitteilen. Ich weiß es nicht, ob was wird. Es hat luftig. Da, schaut her, alle Katzen da. Pass auf. Ja, hab ihn schon gesehen. Ich hab ihn schon. Ich weiß es nicht. Ich probiere es ganz einfach mal aus. Weil bis jetzt hat man immer schwarze Nüsse und dieses Jahr versuche ich es halt einmal so. Ne? Genau. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ja, komm mal hier mal, ne? Wie gesagt, ich gehe mal noch mal kurz runter. Der ist jetzt auf Höhe von meiner Brust. Schau da mal, da sind auch schon wieder die ganzen Walnüsse dran. Also dies Jahr, wenn die alle schön werden, ne? Unsere Drohne. Ne? Wenn die alle schön werden, dann passt es. Okay. Ne? Gut, so. Auch Walnussbäume, aber ja, wir sind stolz. Aber wir sind stolz, dass die jetzt... Und jetzt gehen wir mal zu einem Baum, wo wir jetzt überhaupt stolz sind. Unser Pfirsichbaum, der ja voriges Jahr, wie ich sag, krepiert ist. Ne? Mhm. Leute, da gehen wir jetzt mal hin. Ich nehme euch jetzt auf den ganzen Weg mit, ist mir wurscht, dann läuft das Video 30 Sekunden mehr. So, gehen wir mal. Dann gehe ich mal vor. Genau. Also heute ist ja wirklich ein angenehmer Tag. Und da habe ich auch das erste Mal, also das zweite Mal schon, Pfirsiche runtergenommen. Na, da hinten sind auch welche. Ja, die sind immer noch genügend. So, zeigen wir mal. Wir müssen dazu sagen, wir haben schon 4 Eimer davon. Leider mussten wir es wegschmeißen. Ja, wir haben dieses Jahr. Das ist mein Fehler gewesen. Das war eine Zeit. Schau dir mal her. 2 volle Dinger sind wieder da. Eine hat man schon. Ne? Aus der einen habe ich jetzt schon Pfirsichlikör gemacht, so wie immer. Ne? Ja. Das ist das Erste, was ich immer mache. Da habe ich dieses Mal Pfirsichlikör gemacht. 2 so große Bottiche, das sage ich euch das nächste Mal. Genau. Aus denen werde ich wohl Saft machen. Weil Marmelade oder sonstiges, so viel Marmelade können wir gar nicht essen. Essen wir gar nicht, genau. Ja. Was du verschenken kannst. Jeder macht Marmelade. Von jedem bekommst du Marmelade geschenkt. Und somit habe ich mir gedacht, ich werde jetzt dann das schön schälen, machen und machen Saft draus. Genau. So, das wollte ich dazu sagen. So, und dann gehen wir mal im Garten. Zeigen wir euch immer, wie der Garten weitergelaufen ist. So, bitteschön. So, ihr Lieben, jetzt schaut euch das mal an, was vor einem Monat war und was jetzt ist. Hier hatte ich ja gesagt, rote Bohnen. Schön, fangen aus Blühen an. 2 Reihen. So,
gucken. Schaut euch mal diese Pracht an. Wunderschön. Alles blüht. Drei Reihen. Die vierte Reihe, da habe ich noch zwei. Von da hinten, da habe ich mittlerweile jetzt schon, ja, sechs Gurken habe ich da schon weggeholt. Das sind so längliche, aber nicht so riesen. Ja, naja. Ich kriege halt nur so kleine. Ja. Ja, meine Süßen. Ja, meine Mausili, alles gut. Kommen aber auch schon wieder überall. Ja. Ne? Kommen schon wieder überall Gurken. Fällt auch schon wieder runter. Okay, da hängt auch schon wieder eine dran. Mhm. Also es wächst wunderbar. Ja. Tomaten, kommen überall schon Blüten. Ist auch wunderschön. Wächst auch alles und gedeiht. Mhm. Auch alles. Da ist der Paprika. Damit ihr das auch alles seht. Da habe ich gestern gescheit nochmal Unkraut gejätet, weil jeden muss man immer. Die einen sind halt mehr. Die anderen weniger. Da habe ich eigentlich die Reste reingesetzt. Mal gucken. Jetzt muss ich morgen wieder Rasen mähen, dann habe ich wieder Mulch, dann muss ich wieder hacken. Da unten drunter habe ich diesmal noch einmal probiert. Blumenkohl. Ich mache es jetzt auch nicht auf. Wenn es nichts wird, lasse ich das mit dem Blumenkohl. Pass auf. Ja, hab schon gesehen. Der Felix ist da. Felix ist wieder da. Ja, ja. Das Schlimme ist immer, gestern hatten wir viel Wind. Jetzt hat es das Ganze wieder aufgerissen. Müssen wir wieder zumachen. Ja, gestern hat es gescheit gewittert und geregnet. Ja. Und wir dachten, ich brauche nicht gießen. Nein, müssen wir wieder gießen. Da sind jetzt zwei von unseren, der Felix und die Dopsi. Felix läuft der Dopsi halt immer hinterher. Ne? Er liebt die Dopsi, aber die Dopsi liebt ihn nicht. Ja, naja. Vielleicht kommt es noch. Ist eine späte Liebe. So. Dann zeigen wir mal deine Melonen. Die Melonen sind noch nicht so weit. Naja, die werden besser. Ja, die werden besser. Die schauen wir irgendwie. Die mittlere schaut irgendwie. Dieses Jahr sind die anscheinend nicht so. Ja, ne? Die da gehen. Die gehen, genau. Wie jetzt die, das sind die großen. Und das sind die Kleinen. Aber schauen wir mal, was draus wird. Ja. Lassen wir uns überraschen. Wird sich zeigen. So. Jetzt kommt er rein. Gehen wir ins Gewächshaus. Genau. So. Also im Gewächshaus schaut es natürlich schon ein wenig anders aus. Die Paprika, da kommen sogar schon die Dinger. Ja. Also das, denen gefällt es natürlich hier viel besser. Ja. Ach, Blumenkohl. Ach Leute, ich weiß nicht. Ich probiere es da, schaut her. Alles weiße Fliegen. Ja. Alles wieder voll gefressen. Ich dachte, habe mich so gefreut. Ich glaube, das wird wieder nichts. Na gut, wir werden sehen. Paprika, Tomaten. Also die Tomaten sind sehr schön. Die werden auch. Da, schau mal, da unten hängt da schon eine dran. Jo. Oder mehrere. Ja, mehrere Tomaten. Mehrere. Sind schon dran. Ne? Ne? Muss ich schon wieder den Kuchen binden. Ja, genau. Ne? Dill. Gurken. Ach, da dürfte vielleicht sogar noch eine. Ja. Ah, da, ja. Ah, da, genau. Bitte schön, Leute. Ja. Damit ihr es seht, muss ich dann abmachen. Ach, der Dill riecht gut. Naja, so viel Gurken. Also ich habe bis jetzt 8 Gurken gehabt. Von den großen. Genau. Und das ist eine gute Ernte, finde ich. Da kommen wir auch schon wieder. Irgendwie. Da habe ich eine rausreißen müssen, die war gar nichts. Dann habe ich ein wenig einen falschen Mehltau. Ja, dieses Jahr ist alles ein wenig anders wie letztes Jahr. Und jetzt gehen wir. Genau. Na gut, und dann haben wir es eigentlich, ne? Machen wir mal auf Pause. Ich mache nur dann kurz mal das Schneeballen, wie schön groß ist. Und die Hummeln haben eine Freude. Rosen kommen schon zum zweiten Mal, seht ihr ja, der Oleander wächst, der Hibiskus kommt, da hinten der Flieder wächst, da die Margareten, ach es blüht und grüht im Moment halt alles schön. Genau. Sagen wir mal so. Ach meine Lilie, das ist die letzte, weil vorne habe ich eine Orange, die blüht vor jetzt auch. Ja. Ja, die blüht auch. Ja. Die blüht aber auch schön.
Und der Sommerflieder, finde ich, der ist dieses Jahr wirklich auch wunderschön geworden. Schau, da ist meine Nähe. Siehst du die? Die habe ich dieses Jahr gekauft. Guck mal. Ja. Und kommen. Kommen auch, die habe ich dieses Jahr gekauft. Ja. Ne? Ne, und der Flieger ist wunderschön. Genau. Naja, und jetzt können wir sagen, in diesem Sinne, Rosen verblühen auch langsam. Genau. Wieder. Die anderen kommen wieder. Ja. So, und jetzt soll er dann... Also, in diesem Sinne haben wir euch wieder genug gezeigt. Genau. Ne? Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dass wir euch wieder rumgeführt haben. Wünschen euch noch ein restliches schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Und tschüss. Und noch eine schöne Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.